Es ist die ewige Frage, welcher Dino farmt am besten Holz? Ist es der Biber? Ist es das Mammut? Ist es vielleicht sogar der Teri? Genau das wird hier in dieser Videoreihe geklärt, deswegen bleib auf jeden Fall dran, wenn du das wissen willst. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wir kümmern uns heute um die Frage, welcher Dino am besten Holz farmt, denn immer kommen Kommentare rein, wenn ich sage, das Mammut ist meiner Meinung nach das beste Tier zum Holzfarmen, dass der Biber besser ist oder dass der Terrazino besser ist. Und deshalb habe ich mir mal objektive Kategorien rausgesucht, nachdem wir das heute bewerten können. Die sind natürlich auch von Subjektivität geprägt, weil ich die halt erstellt habe, ist ja klar. Aber das sind für mich Kategorien, die Sinn machen, meiner Meinung nach. Und anhand dieser Kategorien könnt ihr später im Ergebnis für euch selbst entscheiden, welcher für euch der beste Dino ist. Das generelle Setup sieht hier so aus, dass ich mir zwei gezähmte Dinos reingespawnt habe, beide auf Level 150. Aber ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir machen einen kleinen Theorieteil, dann kommt der Praxisteil. Macht Sinn, denke ich. Deswegen fangen wir einmal an mit dem ersten Punkt und das ist die Sattelverfügbarkeit. Und da haben wir den Sattel verfügbar erst ab Stufe 61 für den Biber und ab Stufe 31 bereits für das Mammut. Das heißt also, dass wir das Mammut schon deutlich früher bekommen und deutlich früher reiten können. Dementsprechend sage ich, dass dieser Punkt in der Kategorie Sattelverfügbarkeit an das Mammut geht. Allerdings bekommt der Biber einen halben Punkt hinzu, denn man kann die Sattelverfügbarkeit bei ihm umgehen. Man kann ihn natürlich auch schon viel früher zähmen. Und zwar hat er hier eine besondere Fähigkeit und das ist das automatische Farmen. Das heißt, wenn wir ihn jetzt hier auf Wandern stellen, dann wird er loslaufen und gleich schon mal ein bisschen Holz für uns farmen. Siehst du, da habt ihr jetzt gesehen, da geht er jetzt einmal ran, hier geht er direkt schon an den nächsten Baum. Das heißt für euch also, dass ihr den schon früher zähmen könnt und auf jeden Fall auch schon früher benutzen könnt als das Mammut, weil er das automatisch macht. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr ihn irgendwo hinsetzt, wo es sicher ist oder ihn eben einbaut. Deshalb möchte ich einen halben Punkt an den Biber geben. Ich bin schon fast dabei, auch einen ganzen Punkt für den Biber hier nochmal auszuteilen, was die Sattelverfügbarkeit eingeht, beziehungsweise den Nutzen. Wir geben einen halben Punkt. Wir geben einen halben Punkt, weil wir können ihn zur Hälfte quasi erst nutzen. Kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist die Zähmung an sich und da schauen wir uns zuallererst mal wieder den Biber an. Auf Level 150 mit dem Multiplikator von 1 hätten wir hier eine Zähmdauer von 1 Stunde und 24 Minuten mit dem Kibbel, das der Biber braucht. Wir gehen jetzt mal von dem Kibbel aus, um da nochmal die feinen Unterschiede rauszubekommen. Wir bräuchten theoretisch 23 Schüsse mit dem Crossbow, damit ein Level 150er Biber liegt und wir ihn zähmen können. Wir bräuchten 22 mal Kibbel und 280 mal Narkosemittel. Beim Mammut sieht das dann mit der Zähmgeschwindigkeit folgendermaßen aus. Wir haben hier eine Zeit von 1 Stunde und 36 Minuten. Wir bräuchten 35 Schüsse mit dem Crossbow, 54 mal Kibbel, dafür allerdings auch nur 12 mal Narkose. Die zweite Runde geht hier für mich an den Biber, denn er braucht weniger Zeit, um gezähmt zu werden. Er braucht insgesamt weniger Kibbel, was ja auch so ein Ding ist. Da brauchen wir doppelt so viel beim Mammut. Und Kibbel ist ja nicht unbedingt immer das Schnellste, was man bekommt im Game. Außerdem brauchen wir weniger Pfeile, zwar mehr Narkosemittel, aber Narkosemittel, wenn wir ehrlich sind, kriegen wir immer schnell zusammen. Von daher geht die Runde für mich definitiv an den Biber. Kommen wir zur Kategorie 3. Und das ist folgende. Haben wir irgendwelche besonderen Fähigkeiten beim Biber? Und die haben wir, denn wir haben hier eine eingebaute Werkbank, die wir noch nutzen können, um hier Sachen zu craften. Wir können die verschiedenen Sättel craften, wir können Strukturen craften, wir können Waffen craften. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Muss man natürlich immer wissen, ob man das benötigt oder nicht. Das Ganze haben wir hier beim Mammut nicht, wie wir sehen können. Dementsprechend geht diese Runde auch an den Biber. Die nächste Kategorie habe ich schon bei der Levelverfügbarkeit mit angeschnitten. Und zwar ist das die Fähigkeit des automatischen Farmens. Und die habe ich euch eben schon einmal demonstriert bei dem Biber. Und wir schauen mal eben, ob das beim Mammut geht oder nicht. Wir stellen das mal auf Wandern und schauen, was passiert. Gut, es läuft jetzt hier im Kreis und läuft auch gegen Bäume gegen, aber farmt hier halt eben nicht aktiv. Dementsprechend geht auch diese Runde wieder an den Biber. Aktuell steht es also 3,5 zu 1 für den Biber und ich würde sagen, wir kommen zum Praxistest. Als erstes schauen wir uns da die Farmrate an. Das heißt, ich werde jetzt 10 mal zuschlagen hier mit dem Biber und schauen, wie viel Holz wir tatsächlich rausbekommen und das einmal vergleichen. Und ja, natürlich müssten wir das viel häufiger machen, um dann einen vernünftigen Durchschnittswert zu ermitteln. Für das Video reicht es jetzt einfach mal so, dass wir das so machen. Das habe ich nicht mitgezählt. So, mit beiden Herrschaften waren wir jetzt 10 mal am Baum dran. Wir schauen mal eben rein beim Biber, wie viel Holz wir hier drin haben. Und wir haben hier 984 Holz zu 772. Das heißt, der Biber farmt in 10 Schlägen mehr, als ein Mammut in 10 Schlägen farmen kann. Das heißt, von dem Punkt her würde der Punkt auf jeden Fall an den Biber gehen. Allerdings schauen wir uns nochmal an, was wir so an Beifang mit dazwischen haben. Also wir haben hier Stroh 113 mal, das vergleichen wir mal kurz mit dem Mammut. Da haben wir 129, das unterscheidet sich jetzt nicht großartig, muss man sagen. Beeren haben wir ungefähr 300 mitgefarmt und hier haben wir
deutlich, deutlich, deutlich mehr Beeren gefarmt. Allein in diesem Stack sind hier mehr als 300. Das heißt, der Punkt der Farmrate und des Beifangs, also was an Kram dabei ist, was wir gar nicht haben wollen, ja, der geht an den Biber. Mal wieder. Der nächste Punkt ist der Punkt der Überladung. Also wie lange brauchen wir, beziehungsweise wie viel Holz haben wir im Inventar, bis das Tier überladen ist und sich kaum noch bewegen kann. Das testen wir jetzt mal. Okay, also beim Biber tut sich fast gar nichts mehr. Das heißt, wir schnappen uns mal das Mammut. So, beim Mammut ist auch Sense. Schauen wir also rein, wie viel der Biber jetzt hier mitnehmen konnte. Und da sind wir bei 2120 Holzeinheiten. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und beim Mammut hingegen haben wir jetzt einen Wert von 3030 und auch einfach deutlich mehr Beeren. Man muss natürlich jetzt sagen, ne, dass das Mammut hier mehr Gewicht hat mit 790 im Vergleich, glaube ich, zu 490 beim Biber. Dennoch müssten wir aber den Biber vorher ausleeren, bevor wir wieder neu farmen könnten. Dennoch würde ich hier beiden einen Punkt geben. Das Mammut einmal, weil er so viel mitnehmen kann, und dem Biber, weil er einen Buff auf Holz hat. Das heißt, beim gleichen Gewicht wird er mehr tragen oder so viel tragen können wie ein Mammut. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist für mich die Geschwindigkeit. Die ist ja auch ganz wichtig. Wie schnell bewegt sich so ein Tier eigentlich durch die Welt von Ark? Wir haben hier nichts gelevelt, wie bei allen anderen Werten auch. Und wir schauen mal eben, ich lasse jetzt mal hier keine Uhr durchlaufen, weil das wird relativ eindeutig sein, wenn wir uns im Vergleich dazu mal das Mammut angucken. Das ist schon deutlich langsamer, aber wir machen mal Folgendes. Wir lassen uns mal folgen von dem Mammut und schauen mal, wie schnell das wirklich ist. Es kommt hinterher, oder täusche ich mich? Das Mammut scheint nicht so viel langsamer zu sein tatsächlich als der Biber, beziehungsweise er kommt ja echt gut hinterher. Ich würde sagen, für mich ist das auf jeden Fall ein Unentschieden, also weil das jetzt nicht so signifikant ist, dass das irgendeinen Unterschied machen würde, dass wir jetzt mit dem Mammut oder mit dem Biber bedeutend schneller wären. Dementsprechend ein Punkt für beide. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, und der ist folgender. Mit welchem Tier kann ich denn eigentlich meinen Farm-Dino hochheben? Also mit welchem Flugdino geht das? Wir probieren mal den Petri aus bei dem Biber und schauen mal, was passiert. Klappt nicht. Würde uns dann jetzt nicht überraschen, dass das beim Mammut wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird. Nope. Also vom Petri können beide nicht getragen werden. Das heißt jetzt auch nochmal, wenn wir den Biber früher zähmen wollen, müssen wir ihn irgendwie anders zu uns in die Base bewegen. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Nehmen wir also als nächstes den Agi und mit dem können wir den Biber auf jeden Fall packen und auch transportieren. Das ist kein Problem. Beim Mammut sieht das dann leider wieder anders aus. Nehmen wir also den Quetz. Damit sollten wir dann den Biber alle Male hochkriegen. Jo, haben wir auch. Ist kein Problem, hängt hinten dran. Und auch das Mammut kriegen wir hier mit dem Quetz gehoben. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man zu zweit spielt tatsächlich, bis einer hinten auf dem Mammut drauf ist und man dann durch so einen Wald fliegt und einfach die ganze Zeit farmt, dann kriegt man auch super viel Holz raus und das auch super schnell. Das mal am Rande, würde jetzt hier keinen extra Punkt dafür geben, denn mir ist wichtig, dass wir uns das Ganze im Singleplayer angucken. Das heißt, der Punkt der Mobilität geht hier mal wieder an den Biber, denn der kann einfach viel früher getragen werden und von A nach B platziert werden. Natürlich können wir uns auch Kryokapseln bauen und damit die ganzen Burschen hier auch transportieren. Das wäre nämlich theoretisch ab Level 51 möglich. Ich weiß nicht, ob meine Kamera davor ist, aber Level 51 wäre das möglich. Dennoch gebe ich den Punkt hier an den Biber. Kommen wir nun zu einem der für mich wichtigsten Punkte, und das ist der Punkt der Verteidigung. Wenn wir also farmen, gegen was können wir uns da verteidigen? Dilo nehmen wir jetzt mal nicht mit rein, das ist klar, dass wir das weggeboxt kriegen. Aber wie sieht denn das Ganze jetzt zum Beispiel bei Raptoren aus? Und dafür spawnen wir uns einfach mal einen Raptoren rein. Wo ist er denn hin? Da unten ist er. Mal gucken, ob der Biber das aushält und beziehungsweise ob wir runtergeschlagen werden. Das ist ja ganz interessant jetzt zu wissen. Das ist ein Level 150er Raptor, da gehen wir mal gegen an hier mit dem Biber. Und aktuell hat er uns noch nicht runtergezogen, was ich ganz interessant finde. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, der ist platt. Wir überprüfen das nochmal eben. Da ist nochmal einer. Gehen wir nochmal ran, ob er uns jetzt wirklich nicht runtergezogen kriegt. Finde ich sehr interessant, dass das hier bei dem kleinen Biber nicht funktioniert. Wir haben auch einen sehr schönen Knockback. Gucken wir uns mal von der Seite an. Das heißt, er kriegt uns eigentlich gar nicht. Wenn wir immer rechtzeitig zuschnappen, ist also so ein Raptor für uns aktuell gar kein Problem. Und theoretisch können wir sogar noch unterstützen und hier mit der Armbrust runterschießen. Das hat das schon mal super geklappt. Oh, 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 das hat das schon mal super geklappt. Eben mit dem netten Raptor. Und wir gehen jetzt mal auf einen Terrazino. Level 150 auch wieder reingespawnt. Das sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Oh, da kommt er. Ja, das ist ja... Ja, der Biber wurde tatsächlich jetzt leider besiegt von den zwei Terrazinos. Zwei sind also zu viel, die sehen auch nicht so verletzt aus. Wir versuchen das trotzdem nochmal. War auch eine richtig miese Tech-Team-Action, die wir da abbekommen haben. So, das ist der 150er, den wir eben reingespawnt haben. Wir gehen einfach nochmal rauf und schauen mal, ob das wirklich nichts wird. Und vor allem ist das Problem hierbei, dass nicht der Biber den Schaden kriegt, sondern ich auch zu einem Teil. Jupp, da wurde ich komplett ausgenockt vom Terrazino.
Ja, da ist er auch platt. Wir schauen mal ganz kurz, wie viel Damage er gemacht hat. Er hätte den, ja, also sah jetzt gar nicht mal so gut aus für den Terrazino, ehrlich gesagt. Ich werde den Rex jetzt mal tatsächlich nicht reinspawnen. Das wäre die nächste Instanz gewesen. Da werden wir auch verlieren. Das heißt also, ein Biber kommt bis zu einem Raptor-Kano. Zu einem Kano vielleicht. Den würde er noch kriegen. Schauen wir also mal beim Mammut, wie es da aussieht mit einem Raptor, und der sollte auf jeden Fall kein Problem sein bei der Größe des Mammuts. Da haben wir einen schönen Vorteil, hier können wir immer schön nach hinten wegpushen und ist platt. Sehr, sehr schön. Können wir also direkt übergehen zum Terrazino, der spawnt schön in uns rein. Mal sehen, wie das aussieht jetzt hier, Mammut gegen Terrazino. Was auf jeden Fall schon mal auffällt, ist, dass wir hier oben sicher sind und hier keinen Schaden bekommen. Und Terrazino, der Terrazino kann eigentlich auch so weit gar nicht angreifen, weil er wird so weit nach hinten geschoben immer wieder vom Mammut, dass er da gar keine Chance hat, hier überhaupt irgendeinen Schnitt zu landen machen. Ja, das war's mit dem Terrazino. Wir müssen mal kurz aufs Leben vom Mammut gucken, aber da ist nicht wirklich was passiert. Das geht dran. Das geht sehr schnell wieder hoch. Das heißt, wir können uns an dieser Stelle tatsächlich jetzt auch mal den Rex angucken und sehen, was da passiert. Ebenfalls Level 150, sehr schön in uns drin, und der Fight geht los. Ah, der dreht sich Bock, aber das interessiert uns jetzt mal gar nicht. Wir sind hier für die Wissenschaft, mein junger Freund. Aber auch interessant, dass selbst der Rex hier so weit nach hinten geschleudert wird, dass er hier gar nichts machen kann. Im Prinzip gegen das Mammut. Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir beim Rex, dass wir es zwar schaffen, aber nicht über diese Distanz. Tatsächlich. Ja, das ist, glaube ich, das letzte Aufräumen vom Rex jetzt hier nochmal. Das dürfte es gleich gewesen sein. Das war's auch. Ich schaue nochmal beim Mammut eben nach, beim Leben. Das waren jetzt 300 mehr Schaden als beim Terrazino. Und man muss dazu sagen, dass wir nicht ganz hochgeheilt waren. Und weil es mich doch nochmal interessiert, was mit einem Rex und einem Biber passiert, spawnen wir uns nochmal einen rein. Ich kann mir vorstellen, dass wir da Leben abgezogen kriegen. Vielleicht schaffen wir es auch. Vielleicht ist der Biber schnell genug im Angriff, dass wir doch so einen Rex hier auch wegkriegen. Das wird jetzt interessant. Er macht aber schon sehr viel Schaden. Das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Die Hälfte vom Leben ist schon unten. Was sagt denn das Leben von dem? Oh, das Leben könnte, das könnte aber was werden. Na komm, komm, dann gehen wir weiter rauf mit dem Biber. Der ist garstig, der ist schnell. Der ist heiß drauf. Es kommt hier noch ein Tool mit rein. Können wir natürlich gar nicht gebrauchen. Na komm, na komm, na komm, 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 komm. Ich will es jetzt sehen. Ich will sehen, dass der Biber schafft. Der Rex haut ab. Der Rex haut ab. Der hat gar keinen Bock mehr. So, das war's. Das war's. Natürlich habe ich jetzt mit der Armbrust raufgeschossen. Und wir haben nur 50 Leben. Das heißt, wenn er uns nochmal getroffen hätte, wäre das deutlich anders ausgegangen. Aber ich habe ja gesagt, man kann mit der Armbrust runterschießen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass der Biber noch ein bisschen mehr auf Leben gelevelt wäre oder Nahkampfschaden, was ja auch Sinn macht, damit ihr mehr farmen könnt, dann hätte das vielleicht nochmal ganz anders ausgesehen. Mega interessant auf jeden Fall. Heftige Leistung vom Biber, aber dennoch geht der Punkt der Verteidigung definitiv hier klar ans Mammut. Kommen wir zum Endstand, und es steht 8,5:4 für den Biber. Das heißt, der Biber hat 8,5 Punkte hier insgesamt erzielt. Das Mammut leider nur 4. Nun müsst ihr schauen, was für euch wichtig ist beim Zähmen. Ist es wichtig für euch, dass ihr das Tier direkt reiten könnt? Dann ist das Mammut wahrscheinlich am Anfang eine sehr gute Idee, und dann switcht zum Biber wahrscheinlich sehr, sehr schlau. Wie dem auch sei, entscheidet einfach selber, was für euch jetzt der bessere Dino ist. Nach diesen Kategorien war es definitiv der Biber. Lasst dem Video ganz, ganz gerne einen Daumen nach oben, da das hilft, dass das Video anderen Leuten auch angezeigt wird. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns nächsten Montag um 12 Uhr wieder.